Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, 12, 24 Volt, Kompressorkühlschrank, aber heute geht es nicht um diesen Kühlschrank, sondern der läuft nicht. Und für was ist dieses Teil hier? Das ist so eine kleine Platine, die finden wir am Kühlschrank. Also ich habe einen Kühlschrank, der funktioniert nicht, Kompressor ist kalt, kein Geräusch, keine Kühlung, aber hier innen, wir sehen es vielleicht, brennt die Innenbeleuchtung. Okay, Innenbeleuchtung brennt, Thermostat ist eingeschaltet. Es kann auch sein, dass der Thermostat nicht eingeschaltet ist und trotzdem leuchtet die Beleuchtung. Gut, irgendwie eine Spannung haben wir, wissen wir nicht genau. Von hinten sieht dann der Kühlschrank so aus. Ich habe also unten eine Batterie. Also so eine Lithium-Batterie als Stromversorgung. Ich habe hier ein Ampermeter und das zeigt hier den Strom hier drüben auf dem Handy an. Somit sehen wir hier, was der an Strom zieht, weil ihr vielleicht das Geräusch jetzt hier nicht hört, sehe ich, dass der läuft. Also der Kühlschrank läuft nicht, Kompressor ist kalt, wenn der handwarm ist. Dann ist er irgendwie gelaufen. Aber der ist kalt. Der Ventilator dreht auch nicht. Dann sage ich immer, als erstes Spannung messen machen wir nicht, weil die Batterie ist direkt hier drunter. Da habe ich genügend. Wichtig ist auch hier, ist die Polarität richtig? Also messen plus minus, ist das richtig? Wenn ihr das nicht sicher seid, könnt ihr auch die Polarität plus und minus drehen. Und wenn er dann läuft, dann war sie falsch. Ist jetzt hier auch nicht der Fall. Also der nächste Schritt, ich mache eine Brücke zwischen der Klemme C und T. Hier ist die Klemme C, die drittunterste. Und die Klemme T, hier sitzt aber noch dieser Widerstand drauf, den ich euch vorher gezeigt habe, der ist wichtig. Und dieser Widerstand reguliert die Leistung vom Kompressor. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten, ich habe so eine Brücke, das ist einfach, ich kann hier irgendwie reingehen und das anhängen und hier oben reingehen auf C. Ich sag's euch gerade, er läuft nicht an. Weil ich weiß, was kaputt ist. Mein Vorteil. Nur, wenn ich euch erkläre, ihr müsst das überbrücken, dann nehmt das Kabel hier, das braune weg und dieser komische Widerstand auch hier vielleicht mit dem Schraubenzieher darunter fassen und dann wegdrücken. Dann haben wir das hier offen. Und jetzt kann ich wieder mit meiner Brücke, das ist gut, einfach Krokodilklemme hier dran. Und jetzt seht ihr vielleicht, er braucht jetzt 3,4 Ampere, 5 Ampere, das ist in Ordnung. Jetzt wissen wir, er läuft, wir können jetzt auch einen Test machen, auch der Ventilator läuft. Wir haben auch hier zum Beispiel ein Rohr, das müsste in ein paar Minuten relativ warm werden. Also hier ist der wärmste Punkt vom Kühlsystem. Oder wir können auch einen Moment warten, ob er läuft, ob es kühlt. Aber an was liegt es jetzt? Ja, jetzt nehme ich diese komische Platine wieder, stecke die wieder auf. Nee, zuerst muss ich euch was erklären. Ihr habt ja nicht so ein tolles Teil wie ich. Sondern ihr habt nur so einen Draht. Das heißt, ich kann den Draht hier hinfingern mit dem Finger und dann sehe ich hier auf dem Ampermeter 4 Ampere, 5 Ampere, er läuft. Oder ich habe solch eine Spitzzange. Dann nehme ich einfach vom untersten zum obersten, hänge ich das zusammen. Oh, Kompressor läuft an, ich höre es. Ventilator läuft an. Das ist in Ordnung. Ihr habt auch nicht so eine Spitzzange, sondern ihr habt eine Schere. Sowas. Hier dazwischen
läuft auch. Einfach irgendwie zwischen untersten und dem drittuntersten eine Brücke macht. Wenn ihr jetzt aber zwischen untersten, dem drittuntersten und dem untersten eine Brücke macht, kann ich auch machen, irgendwie geht das. Dann läuft er auch an. Spielt also gar keine Rolle. Jetzt wenn ich aber diesen Widerstand hier nehme, also das ist an sich nur ein Widerstand, hier aufgelötet, den stecke ich dran und ich nehme jetzt meine Brücke, das hält sich besser. Ich mache wieder auf C, also die drittunterste Klemme und diesen Widerstand hier. Der Kompressor läuft nicht an, da geht das Handy aus. Das Teil geht nicht. Müsst jetzt also mit dem laufen. Was kann ich jetzt machen, wenn ich denke, das ist defekt? Ich kann auch den Thermostaten hier so anhängen. Wie vorher, das braune auf C und das blaue auf T. Und wir sehen hier den Stromaufnahme, die kommt wieder. Kühlschrank läuft. Jetzt kann ich auch laufen lassen, testen. Wir haben Probleme mit diesen Widerständen, wenn die nass werden. Das ist der neue mit so einem geläuteten Widerstand. Und das ist noch ein alter mit so einem Draht gewickelten Widerstand. Kommt aber das Gleiche draus. Wenn ich hier eine Oxidation drauf habe, auf diesem Widerstand oder auch hier, hier ist auch irgendwas passiert. Da fehlt er. Dann geht das nicht. Ich muss hier einen Widerstand haben zwischen 0 und 1500 Ohm. Und je nach Widerstand macht der Kompressor die Drehzahl. Standard jetzt hier, da wird jetzt mit 2800 Umdrehungen laufen. Also der ist Schrott. Jetzt mache ich den dazwischen. Und wir sehen, er braucht 2,7 Ampere Strom. Und wenn ich den Widerstand hier reinmache, dann läuft der Kompressor wieder an. Immer beim Anlaufen braucht er mehr Strom, weil da dann der Druck höher ist. Und jetzt sehen wir, der braucht jetzt statt 2,7 Ampere, braucht er 3,7 Ampere. Er dreht einfach schneller. Der hat jetzt hier einen Widerstand von etwa 300 Ohm. Bei 1500 Ohm, hier ist zum Beispiel ein 1500 Ohm statt der Platine, das war nicht geplant so, kann ich natürlich auch einen Widerstand reinsetzen. 1500 Ohm. Dann seht ihr, der Kompressor braucht auch wieder nach dem Starten so 3,7 Ampere. Und nach einer halben Minute fängt der Kompressorrand hochzudrehen auf seine Spitzendrehzahl von 3500 Umdrehungen. Jetzt dieses Modell hier, der BD35. Und so habe ich mehr Leistung auf dem Kühlschrank. Das heißt, ein kleiner 40 Liter Kühlschrank, der läuft auf 2000 Umdrehungen, das reicht absolut. Habe ich aber irgendwie einen 150 Liter Kühlschrank, dann muss ich den auf einer höheren Drehzahl laufen lassen. Ihr seht jetzt, der Strom hier, der braucht jetzt 5,5 Ampere. Je höher der Strom, desto höher ist die Stromaufnahme, desto höher ist der Verbrauch. Im Moment. Weil wir über den Thermostat ein- und ausschalten, ergibt sich dann das wieder. Also ideal wäre immer kontinuierlich zu laufen, aber es ist nicht wesentlich messbar. Es ist messbar. Messen kann man alles. Wenn hier der Kompressor auf der höheren Drehzahl läuft, aber wir haben natürlich Leistung zum Runterkühlen. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, Moment. Hier wieder drücken. Ich habe ja jetzt meinen Widerstand mit 1500 Ohm. Dann läuft 1500 Umdrehungen mehr.
und ich nehme zwei Widerstände. Mach die hintereinander. Dann müsste er ja auf 4400, 5000 Umdrehungen laufen. Und ich stecke das ein. Dann läuft er nicht. Sobald er über 1700 Ohm hat, sagt er die Steuerung hier, Moment, das ist offen, das ist der Thermostat aufgemacht, ich laufe nicht. Also Leute, die mir dann erklären, zwei solche Widerstände, dann habe ich die gleiche Leistung, oder die doppelte Leistung wie sonst, das geht nicht auf. Aber jetzt hier kann ich den wieder einstecken. In der Größe, dieser Kühlschrank hat jetzt 60 Liter Volumen. Da könnte ich diesen Kühlschrank ohne laufen lassen. Vielleicht im Sommer habe ich dann zu wenig Leistung. Aber für den Notbetrieb hier direkt einstecken und der Kühlschrank läuft, das ist überhaupt kein Thema. Fällt wieder runter, mache ich runter. Das ist ein sehr verbreiteter Kühlschrank im Bootsektor. Ursprünglich hat die Firma Engel mal dieses Maß gebaut. Weco kam, Indel kam, Vitrifrigo kam. Wir haben auch einen in dem Maß drin. 45 breit. Also hier 45 breit, Zentimeter. Und die Höhe hat 53 und die Tiefe über alles mit der Türe ist 56. Ich verlinke euch den Kühlschrank unten im Shop, den Shop unten im Video beschrieben. Mach euch hier ein Video über diesen Kühlschrank und wünsche euch somit einen schönen Tag.